Wir sind heute hier, weil wir erstmal unseren Vorsitzenden unterstützen wollen, weil er sehr stark im Angriff steht. Danach auch, um die Solidarität zu zeigen, dass es nicht wirklich vereinzelt welche sind, sondern es ist eine Riesentruppe, groß zusammen, damit man mal sehen kann, wie viele das für uns sind. Ja, als erstes geht es natürlich um die Solidarität der Gemeinschaft der GDL und natürlich auch in erster Linie um die Betriebsrente, nicht nur um mehr Geld, sondern halt auch um die Sachen wie Altersvorsorge, Betriebsrente, die Ruhezeiten und halt auch in der jetzigen Situation durch Corona fühlen wir uns halt sehr, sehr alleingelassen. Ich unterstütze gerne meine Gewerkschaft, liebe dieses Gefühl auch, dass wir zusammen alle stark sind, dass einer alleine das nicht schaffen kann, dass wir aber als große Truppe zusammen diese Kraft ausdrücken können. Und ich will gerne ein Teil davon sein und mich mitbeteiligen. Deswegen streike ich persönlich dabei. Im Endeffekt ist es nur ein Grundgesetz, was jeder Arbeiter in Deutschland nutzen kann, das Recht dazu, seinen Arbeitskampf umzusetzen. Ja, diese Angriffe wird es wahrscheinlich immer geben, egal was man macht. Es gibt auch kein richtig und falsch. Es wurde ja auch oft gesagt, es ist ein falscher Zeitpunkt. Ich glaube, für einen Streik gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt. Es ist immer falsch, ob es Ferien sind, ob es Winter ist, ob es der Berufsverkehr ist oder halt wirklich die Ferienpendler. Irgendwer ist immer davon betroffen. Aber die Leute sollten auch mal bedenken, wenn das an ihr, das jetzt Geld oder an ihre Freizeit gehen würde, die würden genauso handeln. Und zum Glück bis jetzt sind wir so noch nicht damit konfrontiert worden. Ja. Es ist ärgerlich, ich kann die Leute verstehen, aber dann bitte ich auch die Leute, dass man uns ein bisschen versteht, weil jeder muss gucken, ja, wo er bleibt und seine Brötchen verdienen. Ein Streik muss halt auch wehtun, damit irgendwas geändert wird. Ja. Wie es weitergeht, ja, hat er schon angekündigt. Mal sehen, wie die Bahn auf uns drauf zukommt. Sollte das nicht passieren, wäre es wohl eine längere, eine größere Streikmaßnahme sein, um den Druck halt zu erhöhen natürlich.